Guten Morgen. Ja, wir haben hier auf unserem Platz gut geschlafen. Wir haben in der Nacht Meeresrauschen gehört. Das war mal wieder schön. Ja, das war echt schön. Noch ein bisschen unterlegter Stimme von meiner Seite. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Die Morgenstunden, ein bisschen Sonne tanken. In diese Richtung gibt es Toiletten, die sind ab 11 Uhr benutzbar. Ich glaube bis abends um 7, ne? Bis 18 Uhr. Bis 18 Uhr? Ja. Wir waren gestern ja 5 Minuten nach 6 da und da waren sie abgeschlossen. Naja. Ja, okay, da wisst ihr Bescheid, der Platz ist schön. Hier bleiben wir ein paar Tage, genießen unser Leben. Ja. Der fährt gerade Hedwig an uns vorbei. Ja. Eine andere Hedwig zwar, aber es ist Hedwig, ja. So. Und dann gehen wir, wie gesagt, ein bisschen am Strand. Oh, das sieht so schön aus da hinten, in die Richtung. Da sieht man noch so ein bisschen den Nebel vom Morgen und die Wellen, die da an den Strand spülen. Gibt mal eine schöne Aufnahme. Okay, Leute, wisst ihr Bescheid? Einen schönen Tag euch. Macht's gut. Jo. Ciao. Hier lang läuft, dann kommen sie nicht voran. Also 10 Meter pro Stunde. Die Ausbeute einer Stunde. Lange haben wir nicht gesucht. Heute fahren wir weiter. Wir waren 5 Tage hier und abgesehen von dem Platz selbst, der im Grunde genommen einfach nur ein Parkplatz ist, ist es echt schön hier. Man hat wirklich einen riesengroßen Strand, den man sich angucken kann. Es gibt Toiletten mit Duschen, einen Einkaufsladen ganz in der Nähe. Also echt prima hier. Kann man wirklich empfehlen, herzukommen und ein paar schöne Tage zu verbringen. So, wir werden gleich ein bisschen einkaufen fahren zu McDonald's, das ist ja ganz in der Nähe, dort das nächste Video hochladen und dann gucken wir uns noch einen Platz an. Wenn der nicht so schön ist, dann fahren wir noch ein bisschen durch die Gegend und fahren zurück und bleiben hier bei Weihnachten Neujahr. Okay Leute, ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao. Schönen Tag euch. So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Liebe Grüße aus den stürmischen Spanien. Ja. Ja, die letzten 2 Tage waren wieder wunderbar und auch recht spannend. Wir sind ja weitergefahren, weil letzte Nacht ein paar blöden Männer unbedingt ihre Aggression freien Lauf lassen mussten und mit Flaschen geworfen haben. Ja. Es war irgendwann 2 Uhr morgens.
auf dem Platz, wo wir gestanden haben, plötzlich, ich habe geschlafen, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe mich dann wachgerüttelt, genau. Hat dann gesagt, du, hier sind irgendwelche Leute, die hier Radau machen. Und, ne? Ja, ja, das war kurz nach zwei. Erst fing das dann so ein bisschen mit Gegröle im Hintergrund an und mit Glas zerbrechen. Und dann habe ich geguckt, habe aber so nichts gesehen. Und dann wurden die Stimmen lauter. Und eben halt kurz danach, als Rolf dann wach war, waren dann drei Einschläge hier direkt in unmittelbarer Nähe von unserem Auto. Also das war schon grenzwertig. Ja, das war auch so eine Situation, wo man einfach machtlos ist. Also ja. Regen und Wind, wie gesagt, es ist echt stürmisch draußen. Ja. Also es ist schon nah am Orkan. Die Wellen, die da bei uns da an der Brandung an den Strand hauen, die sind schon richtig hoch. Also 5-6 Meter bestimmt. Ja. Und allerdings kann man auch nichts filmen, weil es einfach so dermaßen windet und regnet. Ja, du bist klitschnass. Ja. Wir sind gestern noch mal eben kurz zur Toilette da gegangen und das sind 200-300 Meter und du bist klitschernass und alles ist ja. Von dem Wind und von den Regen. Und ja, wir haben ja eine Standheizung, das ist alles gut, wir können auch die Fenster aufmachen, wir haben ja einen guten Regenschutz. Genau. Trotzdem, wenn du hier mit einem nassen Auto sitzt, der Wagen ist auch nicht besonders groß. Das bringt nichts. Du kannst nichts machen. Und wie gesagt, die Leute, ich bin gestern noch mal raus, hab dann mit der Taschenlampe geguckt, aber die waren schon weg. Und naja, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren lieber weiter, machen den Wagen soweit startklar, dass wir fahren können. Und dann sind wir auch einmal um Poldek rum und sind gar nicht weit entfernt. Unter so einer Laterne haben wir dann gestanden. Ja. Da waren ein paar andere Autos, da haben wir die Nacht dann auch ganz gut geschlafen. Ne? Ja, man ist halt, war trotzdem natürlich dann erstmal, da musst du ja erstmal runterkommen, weil das war wirklich so eine Situation, du hast kurz nacheinander wirklich drei, ja, diese Einschläge von Glas gehabt, wo du gesagt hast, das ist der Nächste, der trifft unser Auto. Ja. Ne? Also das war schon irgendwie beängstigend und da musst du dann ja auch dann erstmal wieder runterkommen und also bei mir hat das schon irgendwo gedauert und dann bei jedem Geräusch, horchst du denn erstmal und guckst dann, ob da nicht irgendwie hier die gleiche Truppe nochmal wieder irgendwo längs zieht, wo wir dann auch gestanden haben dann, ne? Also... Ja, wie gesagt, du kannst ja auch nichts machen. Also es war nachts. Ja. Auf dem Platz, wo wir gestanden haben, gehen morgens um zwei natürlich auch dann die Laternen aus. Genau, kurz nach 2 Uhr fing das an, wo denn das Licht aus war. Ja, und dann ist es wirklich auch stockduster. Und dann, wie gesagt, richtig stürmisch und windig. Da bist du dann wirklich, und dann knallen die Flaschen da links und rechts am Auto vorbei. Ja. Da kannst du nichts machen. Also ich bin ja eigentlich, ich bin ein sehr liebenswerter Mensch, aber wenn es darum geht, mein Eigentum kaputt zu machen, da bin ich auch nicht mehr derjenige, welcher der nett ist. Also das mag ich überhaupt gar nicht. Also Sachen kaputt zu machen ist etwas, was ich überhaupt nicht mag. Weil Sachen und Gegenstände können nichts. Ne? Also das Problem ist nicht bei den Sachen, die andere haben, sondern das ist ein bisschen weiter oben zu suchen. Naja, wir wollen jetzt nicht in die politische Ebene reinrutschen, das ist auch nicht Sinn des Ganzen. Aber wichtig war es, dass wir das mal gesagt haben, weil es ja auch Teil der Reise ist. Und es gibt auch solche Momente wie diesen, ist bis jetzt der einzige. Ja, zum Glück. Ne? Also wir sind ja schon viel gefahren, haben ja auch schon viele Plätze uns angeguckt, haben auf vielen Plätzen gestanden, waren auch schon 1-2 Länder weiter. Ja. Und das war bis jetzt die einzige Situation, wo wir gesagt haben, na, wir fahren doch lieber weiter. Nicht, dass da irgendwas passiert noch und dann muss nicht sein einfach. Nee. So, naja, gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Genau, wir versuchen heute den Tag noch ein bisschen rumzukriegen. Heute ist Freitag, morgen soll es dann auch noch ja, in die gleiche Richtung gehen, also auch noch mit Wind und Regen, aber schon ein bisschen besser. Wir wollen morgen nach Tarifa. Ja, stimmt. Genau. Und da soll es dann eben halt, also ab Sonntag ist es wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Also Sonntag haben wir 20 wieder, Grad. Ja, Sonnenschein, 20 blauer Grad. Blauer Himmel, 8 Stunden Sonne. Ja. Ja, also müssen wir jetzt heute und morgen ein bisschen die Füße ruhig halten, mal gucken. Vielleicht, wenn wir morgen dann in Tarifa sind, ist es dann wieder was anderes. Ja, wir werden jetzt 1-2 Tage ein bisschen im Auto bleiben. Ja. Die Situation oder die Momente, wenn es mal trocken ist, gehen wir raus und ein bisschen den Popo
mal wieder ein bisschen vertreten, damit er nicht so ganz hart wird. Platt. Ansonsten in der Zwischenzeit werde ich natürlich wieder schön ein Video schneiden, damit wir wieder was online bringen können. Viel, viel Kaffee trinken, damit mein Herz immer im Rhythmus bleibt. Ja. Wir werden alles Mögliche an Schokolade und Chips essen, damit der Wagen uns nicht wegfehlt. Ne? Genau. Wir werden ich das hier ja durch die Gegend kullern. Ja, aber jetzt komisch, was ist echt gerade. Ja. Ja, ein bisschen weht es. Aber vorhin hat der Wagen wirklich gewackelt. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Wir sind auch ein bisschen weiter im Inland jetzt, ne? Ja. Also wir sind jetzt ein bisschen von der Küste weg. Hier ist auch ein bisschen mehr Berge, sage ich mal. Ja. Ansonsten ist ein Platz, wo man seine Wässerchen ablassen kann. Ja, genau, ist übrigens dieser Platz jetzt hier. Ja, genau, den kann man ruhig mal erwähnen. Der ist gar nicht so schlecht. Ja. Nichts Besonderes, aber wie gesagt, man kann ja seine Wässerchen ablassen und man ist relativ nah von Tarifa entfernt. Und wie gesagt, morgen fahren wir hin, machen wir ein bisschen Bummeln. Ja. Ne? Bereitet so ein bisschen auf Weihnachten vor. Ja, so hat man sich das natürlich irgendwie nicht vorgestellt. Wir wollten ja über Weihnachten eigentlich an dem Platz jetzt bleiben, weil es da eigentlich ganz schön ist und man vielleicht hätte dann noch mal essen gehen können da. Aber wie gesagt, da ist dann nichts mehr mit Besinnlichkeit für einen selber. Ja, ja, wir sind ja schon weitergefahren. Das ist ja das Verrückte. Wir waren schon weg, haben dann zwei andere Plätze uns angeguckt. Die waren allerdings auch nicht so besonders gut. Ist natürlich aufgrund des Regens und des Sturmes war alles unter Wasser und matschig. Und sind dann zurückgefahren, weil der Platz, wo wir zuletzt standen, auch richtig schön ist. Ja. Ich mag ja gerne Plätze, wo es halt ein bisschen ordentlicher ist, wo man alles so in greifbarer Nähe hat. Und naja, das mussten wir gestern Abend flüchten, aufgrund dieser netten, blöden Männer. Naja. Ja. Okay. So, nun aber genug. Ja. Von schlechten Sachen. Aber das gehört ja mit dazu. Wir wollten das auch nochmal dokumentieren. Genau. Ja, müssen wir auch. Ja. Also, diese Reise ist ja auch so eine Art Tagebuch. Tagebuch, genau. Und das sind so Einträge, die man halt macht, und wo es halt nicht so schön ist. Ja. So. Und bevor jetzt unser Gespräch immer bescheuerter wird, legen wir auf. Genau. Und wünschen euch einen schönen Tag. Und macht es gut. Morgen nochmal an, wenn wir denn in Tarifa sind. Ja, wenn es morgen schön ist, beziehungsweise dann sind wir morgen in Tarifa und machen wir ein bisschen City-Bummeling. Brennen so ein bisschen auf Weihnachten vor. Ja. Und ansonsten natürlich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis dann da. Tschüss. Ciao, ciao. Ich mache jetzt die Kamera aus. Wo ist denn der Knopf? Guten Tag. Guten Tag. Ciao.